Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal in der zweiten Mission der asiatischen Kampagne angekommen. Und ja, im Prinzip haben wir schon Japan, die Technologie von Japan haben wir. Wir werden angegriffen. Ja, genau. Genau, das kriegst du hin. Wir haben dem Russen genug gegeben, dass wir genug Ressourcen haben. Und... hier, okay. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch... Genau, dieses Technikzentrum sammeln. Allerdings brauchen wir da einiges an Militäreinheiten. Einiges, Freunde. Und in Anbetracht dessen würde ich mir gerne hier noch ein paar Gebäude aufbauen. Obwohl, die kosten so viel Holz, ne? Wir kriegen irgendwie nicht genug Holz dazu. Wartet mal. So. Weil dann brauchen wir hier oben eigentlich gar nichts mehr hinschicken. Fertig, Sir. Weil Ressourcen haben wir erstmal genug. Denke ich mal. Also. Oder bauen wir einen Laster. Mal gucken. Mal gucken, was dann passiert. Ob er da oben wieder Einheiten für uns hat oder eben nicht. Ne? Gut. Cool. Und ja, jetzt sind wir im Prinzip an dem Punkt schon angekommen, in dem ich in meiner vorherigen verkackten Aufnahme angekommen bin. So, jetzt kommen wahrscheinlich wieder überall die Gegner rausgespawnt. Das ist so bescheuert hier echt. So, wir rüsten uns weiter auf. So. Genau, wir haben jetzt überall hier unsere Einheiten. Okay. Die sind sehr schwach gegen Marinesoldaten, aber gut. Hauptsache hier oben, die Uni wird weiter beschützt. So, wenn die nämlich kaputt geht, dann haben wir die Mission verloren, Freunde. Das wollen wir nicht riskieren. Alles klar. Dann werde ich mit dem aber losfahren, wenn wir... Was macht ihr denn? Ihr sollt Holz hacken. Wir haben keine Bürger mehr am Holz hier. Und die Frau auch. Geh Holz hacken, Frau. So. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen Frauenarbeit, aber was soll ich machen? Das Spiel hat es halt so gewollt. Oh, wir haben Palmen hier. Palmen, okay. Interessant. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier. Beziehungsweise, ich freue mich erstmal, dass ihr überhaupt dabei seid beim guten alten Empire Earth. Wartet mal gerade, ich muss mal gerade hier... So. Mein Kopfhörer nochmal vernünftig richten. Jo. Gut. Das heißt, jetzt im Prinzip nur noch Nahrung sammeln? Wir werden angegriffen. Ja, der, okay. Meine schönen Aufklärungstruppen hier, ey. Es ist wirklich so eine gute Idee. Mit den Panzerabwehrgeschützen. Oh, wartet mal, wir haben doch auch hier. Kann ich helfen? Ihr sollt arbeiten! Was macht ihr denn da? So, weil da müssen wir nämlich Holz sammeln, jede Menge, damit wir uns hier weitere Gebäude bauen können. Wartet mal, theoretisch könnte man sich hier einmauern. Aber naja, die 1000 Steine brauchen wir für das Ding hier. 500 Steine. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Meine Lieblingsmusik hier. So. Ja, weitere Panzerabwehrgeschütze könnte man theoretisch bauen, aber... Nö. Erstmal nicht, weil wir brauchen ja mehr Holz hier. Wisst ihr, ich und mein Holz, ja. Gut, Freunde. Schicken wir hier noch 4 Stück zum Holz. Gut. Dann haben wir genau noch die 2000 Eisen, ne?
Bam, 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 bam. Bam. Können noch ein paar mehr Panzer bauen. Ach, hier unten haben wir auch noch einiges. Haha, cool. Ja, noch zwei Stück, die kann man noch mit da oben hinziehen. So. Du, Frau, du kannst jetzt mal bitte hier eine Kaserne hin. Was? Wieso können wir keine Kasernen aufbauen? Aber gut, wir haben eine Cyborg-Fabrik. Oh, das ist sehr gut, Freunde, dass wir eine Cyborg-Fabrik hier haben. Ah, stimmt. Das heißt, wir können Ares bauen. Ares-Roboter, warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Oh, Mann. Ah, okay. Gut, dann... Kommt der LKW mal bitte hier hoch und ihr beschützt den mal. Genau, seht ihr das? Suddenly gespawnt hier. Auf einmal gespawnt. Auf einmal gespawnt, das ist unfassbar, oder? Richtig dreist. Oh ja. Ja. Ach so, hier, ne? Wir können immer übrig. Vielleicht haben wir später einige Männer zur Verfügung. Sir, jawohl, Sir. Okay. Erwarte Befehle. Euer Befehl? Okay. Was haben wir dann hier noch? Ich warte. Kann ich helfen? Oh, das ist so gut, dass wir hier. Ah, oh, nee. Shit. Wir haben nur Hyperions. Schade, Freunde. Ich hätte jetzt gedacht... warum nicht? Ach so, Eisen 2000. Oh Gott, ja, müssen wir aufpassen. Bam, 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 bam. Warum können wir keine Kaserne bauen? Was ist da los? Bam, 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 badabam, bam, bam. Los, bau auf. Ja. Alles klar, dann kriegen wir Nahrung, Holz rein. Ich habe vergessen, dass wir hier für 2000 Eisen brauchen, ey. Meine Güte. Dann haben wir hier schon eine gute Vorhut. Jo. Alles klar, liebe Freunde, dann. Dann kann die auch mal wieder beim Holz mithelfen. So, geh schön arbeiten, Frauchen. So, dann, ja, was brauchen wir denn hier noch? Wachposten. Haben wir schon einige. Wisst ihr was, ihr könnt auch mal mit L hier. So. Das ist so ärgerlich, dass hier eine Einheit fehlt. Das ist so ärgerlich, aber okay. Passt schon so. So, Freunde. Weil wenn wir das Ding gleich... Wir können zurzeit keine Truppen. Ja. Vielleicht haben wir später einige Männer zur Verfügung. Das dauert wieder Ewigkeiten, bis der da wieder was, nach, was an Nachschub hier hat, ey. So. Fertig, Sir. Die kurven hier schön über die Map. Alles okay. Bam. Bam, bada, bam, bada, bam, bam, bam. So, ihr könnt aber auch bitte nochmal hier vorne hin. So. Und ansonsten. Ansonsten. Ihr könnt euch aufteilen, bitte, auf die Reisfelder, um die zu schützen. So, dann gucken wir mal, wann wir hier unsere Einheiten kriegen, damit wir wieder die 1000 Eisen. Ja, generieren können. Und dann noch ein paar Panzerchen bauen. Beziehungsweise Männer können wir ja bauen. Männer können wir ja bauen, ne? Männer können wir ja bauen. Wartet mal. Wir haben ja hier diese Wachposten. Na, stopp.
Nahrungsmittel Eisen. Stinger-Soldaten können wir bauen. Stimmt. Nahrungsmittel Eisen. Nee, lass mal. Ja, jetzt haben wir wieder 2000. So. Sir, jawohl, Sir. Haben wir bald mal was hier? Ach, das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch echt nicht. Was zur Hölle? Die haben eine Paladin-Kanone. Die Dinger sind übelst krass. Ich schau dich das an. Die Teile sind übelst krass. So, aber das heißt dann aber auch, dass wir hier... Ich weiß ja nicht, was hier alles ankommt. Ne, an Gegnern. Keine Ahnung. So, dann machen wir hier aber nochmal. Die kosten Eisen. Ja, das haben wir nicht, Eisen. So. Gut, aber Holz haben wir genug. Kann ich helfen? So, wir brauchen noch 400 Eisen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne, dass wir da warten müssen. Eie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 
nichts anderes übrig, ne? Außer zu warten, bis die da oben sich mal fein genug fühlen hier. Um uns hier was abzugeben. Ach, guck mal, die sind im Nano-Zeitalter. Oder? Ah, hier oben das auf jeden Fall. Das ist eine Einheit des Nano-Zeitalters. Ja, und wir sind aber im digitalen Zeitalter. Ja, Kommandant. Tja, Freunde. Da ist jetzt ein bisschen, Warten angesagt. Ich habe keine Ahnung, was der hier noch hat. Warum, warum der hier nichts an Einheiten gibt. Der ist einfach nur geizig, der Kollege hier. Mann, Mann, Mann. Mensch, Taiwan, echt. Was ist los mit euch? Erwarte Befehle. Okay. Hallo. Ja gut, aber ich meine, so können wir dann halt Ressourcen sparen. Ist ja auch okay. Beziehungsweise mehr Einheiten bauen. Stinger-Soldaten noch dazu. Nahrungsmittelgold. Ja, wie lange noch? Vielleicht haben wir später einige Männer zur Verfügung. Wie lange noch, Typ, ja? Wie lange noch? Fertig, Sir. Ganz genau. Ich meine, wir haben schon ordentlich jetzt was an Militäreinheiten. Wir haben welche, die über die Karte spammen. Wir haben einiges hier. Also. Es sei denn, er kommt mit Artillerie. Dann wäre das richtig kacke. Mein Gott. Wie lange brauchst du denn? Erwarte Befehle. Fahr mal da rein. Mal gucken, vielleicht bringt das ja mehr. Hier oben, hier. Aus der Festung. Sir, jawohl, Sir. Weil ich kann das Ding nämlich tatsächlich nicht bauen, bevor wir hier 2000 Eisen haben, ne? Wartet mal, hier sind doch Eisenminen. Wartet mal. Können wir nicht? Mit denen hier einfach zum Russen gehen und da was abbauen? Ach nee, aber der Weg ist da zu weit. Der Weg ist da viel zu weit. Aber das können die machen. Die können abbauen. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Und die, ja, die schicke ich dann mal mit zu den Einheiten da unten. Du auch bitte. Mithelfen hier beim Eisen. Mein Gott, wir brauchen unbedingt Eisen hier. Zu der Eisenmine da. Weil der braucht mir zu lange, ganz ehrlich. Der braucht mir zu lange. So, und nur weil wir kein Eisen haben, können wir dieses Ding hier nicht bauen, ey. Verdammt nochmal. Dann sind das auch noch 400 Stück, die wir da brauchen, ne? Ja gut, ich meine, meine Bürger, die sind jetzt auf dem Weg hier. Ich hätte das Eisen nicht ausgeben dürfen. Scheiße. Ja, aber ist in Ordnung. So. Oh nein, stopp. Stopp, 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 stopp. Wir können gar nichts mehr bauen. Fertig, Sir. Ich meine, das sammelt sich ja auch schon hier an mittlerweile, ne? Also. Oh, was haben sie denn da? Guckt mal. Ist das eine Atomrakete? Personnel only. Confirmed. Personnel. Ach krass. Schau euch das an, was Japan hier hat. Das ist ja krass. Gibt immer wieder was Neues hier, ey. Hallo. Naja, die bauen es natürlich nicht ab, oder?
ist... Baut ihr das ab? Ihre eklatante oh, was? Hoheitlichen Mineralienrechte wird sie teuer. Was? Was? What? Was ist jetzt los? Hey! Nein, stopp! Verdammt nochmal! Okay, okay. Shit, Freunde, shit. Okay, das nicht machen. Um Gottes Willen. Das nicht machen. oh Gott. ja gut, ich meine... Scheiße. Dann wird der Russe sauer. Ja, das ist verständlich. Wenn man ihm seine Ressourcen klaut, ey. Oh Mann. Ach, gut, Freunde. Das heißt, wir brauchen noch weitere 5 Minuten hier. Mensch, Mensch, Mensch. Okay. Dann ist das keine gute Idee. Dann greifen die uns an. Was soll das denn? Krass. Na gut. Ja, ist halt Russland, ne? Ist klar. Aber wie sollen wir denn sonst an Eisen kommen, wenn die da oben nicht zur Potte kommen hier? Mann! Na ja gut, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache hier mal einen Cut rein. Und dann schneide ich euch rein, wenn es hier weitergeht. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. ja, ich habe jetzt eben ungelogen 20 Minuten oder so gewartet, aber der Typ hier, der ist sich einfach zu fein, uns irgendwelche Einheiten zu geben. Deshalb habe ich nochmal einen Spielstand geladen und naja, ich habe jetzt den Spielstand geladen, wo wir noch 2000 Eisen hatten. und ich werde jetzt einfach dieses Ding hier aufbauen. Weil wir haben ja schon eine stattliche Armee. Also, damit sollten wir das eigentlich verteidigen können. So, können wir das jetzt endlich aufbauen? Ja, gleich. Jetzt gleich. Gut. Und dann, ja, können wir das Ding aufbauen. Dann haben wir hoffentlich die Mission auch geschafft. Oder? Ja. So, okay. Aufbauen. Los. Forschungseinrichtung. Alles klar, Freunde. Danach werde ich die dann wieder zum Haus schicken. Schaut euch das an, wie knapp das ist, ey. So, Kabäum hier. Wunderbar. So, und wenn das Ding gleich fertig ist, dann... genau. Klickt sie auf das Forschungszentrum, um die Überlichtsgeschwindigkeitstechnologie zu erforschen. Ja, machen wir. Erforschungsarbeiten werden in Kürze abgeschlossen sein. Bis dahin muss er voll intakt bleiben. Es wird berichtet, dass Rebelleneinheiten ihre Kräfte sonst sind, um das Überlichtgeschwindigkeit anzugreifen. Rekrutieren Sie so schnell wie möglich so viele Militäreinheiten wie möglich, ja, um es zu verteidigen. Gut, dann machen wir das doch. Wir können zurzeit keine Truppen mehr übrigen. Ja, du da oben, ey. Muss überleben. Sorgen Sie halt dafür, dass es betriebsfähig bleibt. Genau, also die wollen uns jetzt angreifen. Allerdings, aber da haben wir was gegen, Freunde. Da haben wir was deftig was gegen. Schaut euch das an hier. ja, Hubschrauber, komm. Raketensoldaten, macht euch mal nützlich hier. Oi, 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 oi. Aua, nicht meine Raketensoldaten! Ach du Scheiße, okay. Haha, nix da, Hubschrauber hier. Nix da, Freunde. So. Das heißt, ich werde da oben mal... Ahaha, schaut euch das an, die kommt da mit Robotern an. Ja, alles klar, dann verteidige ich das Ding mal. Dann verteidige ich das Ding, weil und hier oben, ja. Die machen da oben alles platt. Okay. Schick mal ein paar Einheiten nach da oben, bitte. Nur so zur Verteidigung. Ich weiß ja nicht, ob wir die Sachen da noch brauchen. Gut, alles klar. Das Ding haben wir verteidigt. Was? Das Ding ist schon ziemlich kaputt. Warum das denn? Dann reparieren, los. Reparieren. Kannst du das reparieren? Scheiße. Wir können es nicht reparieren. Was soll das denn? Ja, aber wie lange denn?
Wie lange müssen wir das denn beschützen, das Ding? Ja, der Hubschrauber, da haben wir jetzt natürlich nichts gegen, ne? Ist klar. Die Panzer. Dagegen seid ihr gut. Macht das weg. So, und die Haubitze wegmachen. So, und hier das, genau. So, dann, keine Skywatcher mehr da, ne? Schade, Freunde. Okay, dann zieht den Hubschrauber bitte hier runter. Wir können zurzeit keine Truppen. Ja, du. Vielleicht haben wir später einige. Du bist dir doch eh viel zu fein, um uns zu helfen, ey. Ich habe schon eine halbe Stunde auf dich gewartet, Kollege. So, haben wir es jetzt bald mal. Das Forschungszentrum muss unbeschädigt sein. Damit die Erforschung aufgeschlossen werden kann. Unbeschädigt? Ja, na toll, wir haben doch gar keine Ressourcen mehr. Was soll das denn? Wir können es nicht reparieren. Unbeschädigt. Ja, na toll. Ja, na toll. haben wir hier irgendwo einen 28. Wir haben sogar einen relativ nahen Autosave. Was ist denn das? Mensch, nochmal. Das Ding muss unbeschädigt sein. Ja, na toll. Tö, wie soll man das denn machen, ey? Ihr seid lustig. Ihr seid echt richtig lustig, ne? Fertig, euer Befehl? Ja, Kommandant. Ihr seid richtig lustig, Leute. Unglaublich, echt. Unbeschädigt und wenn wir keine Ressourcen haben, weil der Typ da oben uns nichts abgibt. Ach, ist das mies, ey, echt. Das ist schon nervig gerade, muss ich sagen. Das ist schon nervig. Wir werden angegriffen. Da werden wir schon angegriffen, ja. Mit einem Hubschrauber und mit einer Artillerie. Okay. Ja. Okay, die Artillerie da muss weg. Och, du Scheiße. Okay. Raketensoldaten, macht mal was für euer Geld. So. Aber nicht kaputt schießen lassen. Ach, ihr seid doch so blöd, ey, echt. Ihr seid so dumm zum... zu irgendwas zu machen hier, ey. So. Lassen Sie sich abballern, ne? Mach diesen Panzer da weg. Na, immerhin. So. Na, immerhin. Alles klar. Das Ding ist unbeschädigt. Sehr schön. Gut. Da kommt der Hyperion-Roboter hier. So, und wegmachen. So. Sehr schön. Und ihr könnt euch dann hier durchschießen. So. Wobei, wartet mal. Da oben ist... Ah, ich habe Skywatcher dabei. Sehr gut. Gut. Naja, lass den mal die Mauer kaputt schießen. Oh Mann, ey. So, unbeschädigt ist es. Mensch, Freunde. Mensch, 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 Mensch. Muss überleben. Ja, okay. Dass es betriebsfähig bleibt. Gut, aber ich würde sagen, das speichern wir erstmal. So, und dann haben wir es gleich hoffentlich mal geschafft hier. Das kann ja wohl nicht sein. Warum ist denn jetzt die Panzerabwehr da schon wieder kaputt? Was soll denn das? Da, Junge, so. Und die haben ja den Skywatcher weggeballert. Das kann's nicht sein, ey. Das kann's echt nicht sein gerade. So, wo ist der Skywatcher? Wir können zurzeit keine Truppen mehr übrigen. Vielleicht haben wir später einige Männer zur Verfügung. So, wo ist denn hier? Ich brauche einen Skywatcher. Oder irgendwas, was hier... Ah, die können, glaube ich, ne? Die können auf diesen blöden Hubschrauber da schießen. Ja. Das ist so lächerlich, ne? Blöder Hubschrauber da.
So. Aber das S ist noch voll. So, und nun. Müssen wir jetzt hier alles platt machen oder was ist hier los? Die brauchen auch so lange. Seid ihr bald mal da? Ja, wir haben keine Ressourcen. So. Wenn er jetzt von der Seite kommt, ne? Also dann ist echt... Stellt euch mal hier vor. So. Nicht, dass er von der Seite kommt. Nicht, dass er von der Seite kommt. So. So. Ihr schießt jetzt bitte auf diese scheiß Hubschrauber. Mann. So, weg damit. Boah, hält der viel aus. So. Gut. Und nu? Und nu, was ist du? Forschungseinrichtung. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Der hat sich immer durch bewegt, ne? Ist unfassbar. Das Zeug hier steht noch. Was ist denn jetzt hier los? So, Freunde. Was haben wir alles gemacht? Mindestens eine Universität muss überleben. Das Forschungszentrum muss über die Sorgen dafür, dass es betriebsfähig bleibt. Ja, einfach abwarten oder was ist hier los? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Freunde. Ach, es ist so viel unklar in dieser Mission. Das ist. Wir können zurzeit. Ja. Vielleicht haben wir später einige Männer zur Verfügung. Es ist so viel unklar. Das ist überhaupt. Das ist so unglaublich, echt. Wir werden angegriffen. Müssen wir alles platt machen oder was ist hier los? Ach. Noch ein Hubschrauber. Ihr geht mir auf den Piss mit euren Hubschraubern, ey. Echt, sorry für den Ausdruck. Aber es nervt. Müssen wir jetzt doch alles platt machen, oder was ist hier los? Schickt die mal wieder über die Map. So. Müssen wir jetzt alles platt machen hier? Oder was ist hier los? Fertig, Sir. Sir, jawohl, Sir. Das Ding steht. Forschungseinrichtung. Was ist denn hier los, Leute? ich bin gerade total überfragt, was wir hier noch machen müssen. Dieser Dreckshubschrauber da, ey, echt. So. Ja. Der hier macht wirklich gar nichts mehr, ne? Ja, okay. Dann ihr auch bitte mal über die Karte fahren. So. So, und diesen Hubschrauber kaputt machen. Los! Ja, das dauert lange, aber... Och, du Scheiße, macht der viel Schaden. Aber das kriegt ihr hin. Das kriegt ihr hin. Zieh den... Schön durchziehen, ja. Sehr gut. Da sind auch meine Skywatcher angekommen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Müssen wir jetzt doch alles kaputt machen, ja? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Gladiatorpanzer. Ja. Kann ich behilflich sein? Ich kann nichts mehr bauen, ne? Wie lange noch, Freunde? Wie lange noch? Das ist jetzt ärgerlich, Freunde, dass wir jetzt hier so viel Zeit verlieren.
fahrt ihr auch mal bitte über die Map. Ich bin jetzt mal so mutig. Hier dürfen wir nichts sammeln, ey. Um Gottes Willen. Der fährt hier durch Russland. Oh Mann. Ja, gut. So, was ist denn jetzt hier noch? Lastwagen vielleicht kaputt machen? Ich weiß es ja nicht, ey. Ich speichere das erstmal. So, Asiaten. Mach diesen Lastwagen kaputt. Unsere Versorgungslinien sind bedroht. Ich weiß. Einer unserer Lastwagen wurde geplündert und zerstört. Ohne Lastwagen oder das Eisen oder Lastwagen können sie weiter Handel treiben. Der Och. Ja, klar. Der wirtschaftliche. Okay. Zum Glück haben wir das gespeichert. Was soll das denn? Was haben wir denn jetzt noch? Müssen wir nochmal nach Japan oder was ist hier los? Ja, jetzt kommen die natürlich alle wieder, ne? Ist ja ganz klar. Jetzt kommen die alle wieder. Müssen wir jetzt doch nochmal nach Japan mit einem LKW oder was ist hier los, ey? So. Was ist hier? Verdammt nochmal, was ist hier los? Müssen wir nochmal mit einem Truck nach Japan oder was ist hier los? Ich check's nicht, Freunde. Das Ding ist voll. Wir werden angegriffen. Ui, 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 ui. Boah. Da hinten die. So. So. So, Japan. Gladiatorpanzer. So. Gibt es hier jetzt noch irgendwas? Wenn wir euch nochmal Nahrung geben, oder was? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Keine Ahnung, wirklich. Weil der da oben, der macht nichts mehr für uns hier. Der macht nichts mehr für uns. Was zur Hölle? Wir haben noch nicht genug Eisen, um zu handeln? Hä? Was ist das jetzt? Was? Was? Ja, Taiwan macht ja nichts mehr für uns hier. Das ist ja total bescheuert. Müssen wir jetzt doch nochmal hier runterfahren oder was ist hier los? Erwarte Befehle. Eisen um zu handeln, ey. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was zum Teufel muss ich hier machen, Freunde? Das gibt's doch nichts. Das gibt's doch nicht. Ja, genau. Ja, genau. Komm auf einmal 20 Einheiten. Ich verstehe es gerade echt nicht, Freunde. Ich verstehe es nicht. Wir werden angegriffen. Okay. Was müssen wir hier noch machen? Verdammte Axt. Die Einheiten, die kommen doch eh immer wieder hier. Sobald ich mit dem LKW irgendwo rumfahre, ja, kommen die Einheiten hier wieder raus. So. Ja, die Einheiten kommen immer wieder. Ich weiß nicht, also wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich da tatsächlich nochmal nachgucken, Freunde. Was das für eine komische... Komischer Trigger ist hier, der hier noch fehlt. Wir werden angegriffen. Nö, keine Ahnung. Der hat keinen Bock mehr. Das Ding hier steht, aber... Das...
Tja. Müssen wir Krieg gegen Russland anfangen oder was ist hier los? Das kann nicht sein. Krieg gegen Russland? Nee, muss nicht. Hä? Nee, Freunde. Okay, dann werde ich das jetzt mal so belassen. So, liebe Leute, bevor ich die Folge beende, ich weiß jetzt, ja, was der Fehler ist. Und zwar, ich habe mal einen Cheat angewendet und dadurch gesehen, dass hier in dem Wald noch ein Hyperion-Roboter von dem Gegner rumschwirrt. Und, naja, der hindert die Mission dann zum Abschluss. Na, also wenn wir hier reingehen mit den Mörsern, dann sollten die gleich anfangen zu feuern. Auf in den Kampf. Genau, da! So. Sollten die gleich anfangen zu feuern, da ist so ein blöder Hyperion-Roboter hier im Wald. Der hat sich hier festgebackt. Was ist das denn für Scheiß, ey? Wie soll man denn auch jeweils fertig werden, ne? Ich glaube, den müssen wir platt machen und haben wir gewonnen. Da, Rums. Rums. Ja. Das ist doch unglaublich, echt. Ja, gut. Das ist doch unfassbar. Die Provinz hat einige stürmische Zeiten überstanden. Aber in der Region stellt sich allmählich wieder ein wirtschaftliches Gleichgewicht ein. Die öffentliche Meinung wurde zum großen Teil besänftigt, sodass kaum noch ein Umsturz droht. Da jetzt Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit möglich geworden sind, steht die VFAR kurz davor, ihre Expansion in den Weltraum zu beginnen. Der Fortschritt erfährt allerdings immer noch Widerstand und die VFAR muss ihre Interessen sorgfältig schützen. Die kommenden Zeiten könnten glorreich sein oder sich als verheerend erweisen. Ganz genau. Ey, was ist... Wie soll man denn da drauf kommen, bitteschön? So, jetzt haben wir diese Kackmission endlich geschafft, ey. Also wirklich, Freunde, hier war ja Schatten. Und wie hätte man denn diesen Hyperion hier sehen sollen? Ohne Cheat. Also, tue ich mich immer noch schwer mit. Das ist doch nicht wahr. Ja, Freunde, aber wie ihr seht, wir haben es geschafft. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen... Endlich geschafft. Mein Gott, ey, dass das Spiel so verbuggt ist manchmal. Aber gut, Freunde. Oh, Blick zu den Sternen. Nächste Folge ist tatsächlich dann Mission 3. Blick zu den Sternen, liebe Freunde. Und naja, da geht's dann weiter. Ich hoffe, dass die Mission nicht so verbuggt sein wird. Gut, liebe Leute, dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt sie gerne weiter den Kanal und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.